Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Subnautica. Hey, die Pia. Achso, ist meine Metapher voll? Ja. Ich war jetzt so frech und habe in der Zwischenzeit offscreen nach dem Silber gesucht, das ich ja so dringend benötige. Denn ich wollte euch nicht langweilen mit ewigen Silber suchen. Und zum Glück habe ich es jetzt gefunden. Jetzt ist mein Inventar aber auch gesteckt voll. Dementsprechend werde ich mir auch ein bisschen was da zum Trinken und Beißen machen. Und na, jetzt habe ich nur ein Silber. Ich habe gedacht, ich habe zwei. Oh no. Ich habe nur ein Silber. Ich könnte gerade auszucken. Okay, dann werde ich euch weiterhin nerven mit auf der Suche nach Silber. Aber zuerst werden wir da eine Batterie bauen. Dann früher oder später werden wir die brauchen. Ich bin nämlich so viel herumgezogen, dass man, ja, meine Taschenlampe ist schon nur bei 54%, mein Scanner ist bei 68% und mein Seegleiter ist auch nochmal bei 51%. Das heißt, Batterien werden bald ein Must-Have. Jetzt werden wir das da auch kurz aufbrauchen. So. Aus dem ganzen Titan könnte ich eigentlich wieder einen Titan-Barren machen. Das würde uns wieder eine Menge Speicherplatz oder Inventarplatz sparen. Das werden wir auch machen. Wir werden das Quarz auch in Glas umwandeln. Denn ich wüsste nicht, warum man Quarz separat braucht und nicht als Glas. Nö. Den Computerchip habe ich, den Kabel jetzt nicht. Gut, ich baue noch einmal Silber. Das heißt, wir gehen wieder auf die Suche nach Silber. Jetzt muss ich nur schauen, wo ich da war. Ich war da irgendwo auf der Seite bei einer kleinen Höhle. Wo ich natürlich wieder fast draufgegangen wäre, wegen solchen blöden Suizidfischen. Oh, da ist einer. Schwefel drinnen, das will ich aber nicht. Meine Mütter ist auch schon voll, da haben wir Kalkstein. Dann müssen wir weiter schwimmen. Wo ist denn unsere? Da hinten, okay. Da hätten wir dann Titan, falls wir es brauchen. Kalkstein, okay. Das schaut gut aus. Gibt es das Silber? Yes! Perfekt. Dann heißt es jetzt ab nach Hause. Weil dann können wir uns endlich den Kabelsatz bauen. Und unser Konstruktionswerkzeug. Zum Glück hat der Typ auch einen Schnorchel, weil man muss nur knapp unter der Wasseroberfläche schwimmen und die Lufttanks, Sauerstofftanks füllen sich auf. Aber jetzt ist es soweit. Haha, Schurke. Habe ich noch Platz? Dann will ich dieses Computerchip-Dings da und Batterie-Dings rübertragen kann. Ja, schaut gut aus. Schwefel brauche ich jetzt sicher mal nicht. Ah, es fehlt ja so. Ja, natürlich. Das, was ich die ganze Zeit bauen wollte, das fehlt noch. Kabelsatz. So, aber jetzt. Das Konstruktionswerkzeug. Jawoll. Wir können anfangen, eine Base zu bauen. Das ist schon mal
Eine absolute Sensation. Achso, okay. In der Schnellleiste zu wenig Platz. Mich nervt das ein bisschen, dass da das im Hintergrund immer auftaucht, wenn man hier runterschaut, ins Inventar geht. Klappt immer nach oben. Das ist ein bisschen irritierend mit der grünen Schrift im Hintergrund. Ah, vielleicht geht das nur mir so. Nichtsdestotrotz, wir können anfangen. Komm her, liebes Bauwerkzeug. Wo bauen wir unsere Base? Ich habe mal gesagt, da irgendwo Richtung tief. Weil wenn wir da dann sowas wie ein U-Boot haben, wollen wir natürlich... Oh no. Okay. Oh, sorry, hey, das wollte ich nicht. Ich hätte es vielleicht nicht unbedingt in die Nähe von diesen Dingen da hinbauen sollen. Diese Kühe da die ganze Zeit herumschwimmen. Da oben ist auch schon wieder, ne? Ich werde es, man kann es eh wieder abbauen. Man kriegt die Ressourcen retour, das ist immer super. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen anders machen. Ich werde das Teil so anfangen. Denn je höher ich anfange, desto mehr Platz habe ich dann hinten nach unten. Ich meine, diese Seekühe machen mich da echt schon ganz schön nervös, wenn die da überall herumgurken. Ich könnte theoretisch aber auch... Oh, ich weiß nicht, wohin damit. Egal, wir machen das so. Die werden sich schon verpissen, wenn ich dann mit U-Booten mit Laser... Beams, freaking Laserbeams herumschießt. Falls es sowas überhaupt gibt, keine Ahnung. Wir machen das in diese Richtung. Ich fange grundsätzlich immer mit Kreuzungen an. Denn diese Dinger helfen einem sehr, sich zu orientieren. Okay, was brauche ich? Ich brauche irgendwas, dass ich da reinkomme, oder? Ne, ich brauche Quarz. Willst du mich verarschen? Okay, Quarz und Titan, Quarz und Titan. Titan sollte kein Problem sein. Da unten ist irgendwo ein Wrackteil, so ein Metallschrottteil. Das kann man sicher schnappen und genau da. Und in Titan umwandeln. Aber Quarz ist jetzt schon wieder ein bisschen ein kniffligeres Ding. Ich weiß, wo Quarz ist. Bei dieser riesen Koralle da hinten. Tauchen wir kurz auf und holen Luft. Tauchen wieder ab. Da drinnen sollte viel Quarz sein. Na bitte. Wirklich alles nehmen. Wer weiß, wofür wir es noch brauchen. Ich nehme auch gleich mit. Hatte ich. Da ist auch noch Quarz. Sehr gut. Die nehme ich auch gleich mit, wenn ich dich krieg. Ich brauche es zum Essen. Die nehme ich auch mit. Komm, komm, bleib da. Nein, nicht verschwinden. Hab dich. Da geht's nicht durch. Da kann ich den Stein stupsen. Ja, ich kann ihn wegstupsen. Jetzt habe ich keine Taschenlampe mehr. Machen wir so. Wow, hier gibt es auch noch eine Menge an Ressourcen. Ich hätte aber sowas noch nicht gefallen. Weg hier. Haha, gut. Wäre das einmal erledigt, dann werden wir kurz mal die Fische braten. Und im Wasser umwandeln. Ich habe auch eine neue Nachricht, sehe ich gerade. Doch, das Wichtigste zuerst. So, was gibt es Besseres als
Mittagessen und gleichzeitig Nachrichten hören. This is LifePod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Okay. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Signalkoordinaten erhalten. Perfekt, sehr gut. Wo sind die? Zu... Hallo? Ja, ich weiß, ich habe wieder viele Ressourcen. Ungeführer Ursprung, okay. Signalkoordinaten unbrauchbar. Da müssen wir jetzt mal so schauen anscheinend. Ungefähr 100 Meter Tiefe. Rotgras. Rettungskapsel 4, 400 Meter West-Nordwest. Heißt das nicht Nordwest-West? Egal. Wir müssen Rettungskapsel Nummer 4 finden. Die habe ich ja nicht einmal, oder bin ich die 4? Nein, ich bin die 5. Was soll denn der Blödsinn? 100 Meter Tiefe da, wo es rotes Gras gibt. Okay, ich weiß, wo das rote Gras ist. Da werden wir dann gleich hinzischen. Ich möchte nur kurz nochmal schauen, ob ich jetzt alles im Inventar umgewandelt habe, in das, was ich brauchen kann. Ja, schon gut aus. Dann geht's jetzt mal los Richtung... Ha, da liegt auch noch Metall. Verarschung. Wir wollen sowas hier bauen. Eine Luke. Also halten. Damit wir in das Ding natürlich reinkommen. Was? Okay. Wir brauchen Strom. Quarz, Titan, Kupfer. Perfekt. Das kommt gleich mal darauf. So wie ein paar Mickey Mouse Ohren. Wir haben Strom. Habe ich jetzt Luft? Ich habe Luft. Kann ich mir jetzt auch... Moment. Jetzt schnall ich gerade ab. Jetzt. Kann ich mir jetzt auch so... Och, Mensch. Ich habe kein Titan mehr. Ich kann mir jetzt eine Spinte bauen. Somit ein adäquates Lager aufbauen. Ach, Gott sei Dank. Kann ich dann eigentlich auch das hier bauen? Da brauche ich Gold- und Tischkorallenprobe. Das könnte ich dann sicher auch bauen. Aber zuerst kommt einmal das hier. Das ist das Wichtigste, hätte ich fast gesagt. Wenn wir schauen, dass wir auf einer Wand zwei Stück... Ich weiß, das sind jetzt Kreuzungswände. Die werde ich auch nur für den Anfang verwenden. In diese Richtung geht es dann mit den ersten Räumen oder dergleichen. Ich brauche jetzt ein bisschen Platz, um mich zu entfalten. Soll ich das so? Warum nicht? Soll natürlich ein bisschen etwas von einer Symmetrie haben. Ja, kann ich damit leben. Kann ich die umbenennen? Ja, ich kann sie umbenennen. Wie geil. Standardmaterialien. Was? Oh, ich kann sogar die Farbe ändern. Wie süß. Ja, wir lassen das jetzt mal weiß.
Das werden wir umbenennen in... In Verbundmaterialien. Habe ich noch? Nee. Nein. Okay, aber ich kann jetzt schon mal einräumen. Das ist... Oh, Glas, das. Jenes, welches, dieses, hin und her, alles rein. Kann ich jetzt eigentlich auch mein Ding neu ordnen? Ich glaube schon, ja. Okay, als erstes möchte ich haben den Siegleiter. Dann möchte ich natürlich haben, den Scanner. Reparaturbauteil. Dingsbums. Messer. Taschenlampe an der letzten Stelle. Jetzt habe ich links und rechts jeweils etwas mit Licht. Weg damit. Jetzt bräuchte ich aber noch hier ein paar Sachen. Das heißt, ich brauche wieder Metall. Machen wir es anders. Oh, dich will ich nicht. Nein. Wir könnten uns ja gleich auf die Suche machen nach diesem coolen roten Gras. Machen wir mal kurz eine Pause. Holen sich ein bisschen Sauerstoff. Einmal noch, komm. Perfekt. Weiter geht's. Denn ich weiß, dass dieses rote Gras dort ist, wo es ein bisschen tiefer wird. Genau, da sind wir ja schon. Was ist denn da alles? Quarz und so Zeug. Da haben wir ja die... Oh. Ich bitte den Scanner mal, dass du mir wehtust. Santa, ja genau, das ist das, was ich... Oh. ...schon erfahren habe. Ja, jetzt ist da noch so ein Santa. Okay, da ist das rote Gras. Was ist denn das? Okay, wir müssen uns das anschauen. Ich mache auf jeden Fall Sauerstoff. Ja, ich weiß. Oh, 450 Meter. Bin ganz schön weit weg. Egal. Ich will da runter, ich will da scannen. Gibt es sicher irgendwas zum Scannen? Irgendwelche Baupläne, die ich noch nicht habe? Hoffe ich jedenfalls, weil sonst wäre der Ausflug hier umsonst gewesen. Was ist das? Nichts. Okay. Nur Metallschrott? Nehme ich trotzdem. Oh. Das muss scannen. Oh, ich hab's gewusst. Oh, weg hier. Komm fest. Hilfe. Du Pisser, warum musst du dich genau da verstecken, wo irgendwas zum Scannen ist? Der kommt sicher gleich wieder und beißt mich. Ich werde so fix da drauf gehen. Nein, er glitscht fest. Oder ich habe kein Problem. Ist da irgendwas zum Skillen? Nein? Da irgendwas? Nein? Okay. Lass mich. Ich lass dich. Du lass mich.
okay, okay. Andere Seite anschauen, immer wichtig. Alle Seiten abchecken. Oh, was haben wir hier? Bioreaktor. Oh no, mir geht die Luft gleich aus. Near blueprint at 30 seconds. 30 seconds. Dass ich irgendwas drin, ich will weg hier. Okay, ich habe irgendein Problem bekommen. Ich glaube, das war der Reaktor. Bioreaktor, irgendwas. Aber das ist noch nicht genug. Ich bin jetzt gierig. Jetzt muss ich. Jetzt will ich. Das wird mich so fix meinen Tod kosten. Mein Leben kosten. Ich werde sterben. Ja, nehme ich. Bioreaktor. Habe ich den nicht schon? Okay, dafür kriegt man Ressourcen. Soll ich auch nicht, nein. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Quarz. Ja, mit. Oh, da. Achso, da war ich schon. Na, da ist der spinnende. Ich hol mal aber das, der Edge Badge. Und weg. Oh, das schaut schon für mich so ein bisschen nach Salzstein, also Sandstein-Dingen aus. Vielleicht finden wir hier ein bisschen, ja, was nehmen wir auch. Ein bisschen was Cooles. Wie zum Beispiel Silber. Man kann nie genug Silber in dem Spiel haben, habe ich schon herausgefunden. Okay, jetzt bin ich da bei dem roten Gras. Ich habe da aber noch nichts gesehen. Nord-Nordwest. Nein, Nordwest-West, hat die Alte gesagt. Ja, dann schauen wir einfach. Es sollte nicht weiter als 400 Meter von der 4 entfernt sein. Es wäre natürlich schön zu wissen, wo die 4 ist. Oh, da geht's noch tief runter, halt die Fresse. Wäre natürlich schön zu wissen, wo die 4 ist. Wow. Ganz anderes Biom. Da ist auch noch rot. Ist was Neues zum Scannen, ja. Ich kenne ich schon, okay. Das ist Salz, das brauche ich nicht. Das ist Quarz, das brauche ich jetzt auch nicht. Ich kenne ich auch schon. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ich weiß. Also wenn man unter 100 Meter taucht, dann geht der Sauerstoffverbrauch in die Höhe. Aber es nimmt man nicht alles auf sich, wenn es um Silber geht. Beziehungsweise um Crewkameraden, die in notleidender Situation sind. So. Aber die haben ja gesagt, sie sind circa auf 100 Meter Tiefe. In der Nähe von der 4. Okay. Was ist das hier? Ich weiß nicht, die Scans. Laserschneider, okay, das klingt sehr geil. Oh, das Ding schießt. Okay, da gibt es auch noch Wackteile. Zumindest schaut das so aus. Haha, verarscht. Oh nö, da ist ja was. Okay, ich nehme alles zurück. Scannerraumfragment, das habe ich aber schon. Seemotte. Das ist das kleine U-Boot. Bitte, lass es das sein, das finale Teil. Nö, ist es nicht. Ach, scheiße.
Da ist auch nichts. 30 Sekunden. Ich weiß. Laserschneider, ja, den scanne ich auch noch und da geht's ab nach oben. Ich höre dann Hai, das gefällt mir nicht. Oxygen. Ja, ich weiß. Ich schwimme hier schon. Oh, Gott sei Dank. Jetzt bin ich schon 500 Meter von daheim weg. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich werde jetzt auch schon mal hier die Batterie wechseln. Ich habe keine Batterie mit. Habe ich die Batterie jetzt fallen lassen? Ne, ich habe eine leere Batterie. Okay, wir müssen da was anderes machen. Oh, Kollision. Ich muss da kurz Batterien tauschen. Was hat noch viel Batterie? Ich muss sagen, das Bauwerkzeug, genau. Da geben wir die schwache Batterie rein. Und in den Supergleiter geben wir die etwas vollere Batterie rein, damit ich wieder supergleiten kann. Da geht's noch tiefer runter, wollt ihr mich verarschen? Ich meine, es muss irgendwo noch tiefer gehen, weil... Wow, wow. Nein, der schaut ganz gefährlich aus, den mag ich nicht. Okay, ja, sorry, ich finde die anderen nicht. Das heißt, ich werde mich wieder am Weg nach Hause machen. Und auch endlich mal abspeichern, weil wenn ich irgendwie einen Blödsinn drehe oder das Spiel sich aufhängt, dann war's das. Ich habe die Seemotte freigeschalten, ich scheiß mich an. Laserschneider, habe ich den nicht schon fertig? Jetzt habe ich ihn fertig, okay. Bin gespannt, was da drin ist. Da vorne ist ein Sandhai. Ah, Laserschneider, den baue ich nicht nochmal. Ach, da gibt's. Okay, das war Gold. Ich will aber Silber. Oh, stopp. Da ist... Jawohl, Silber. Okay. Ich weiß so jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wofür ich das Silber wollte, aber ich hab's. Ich glaube, dass das eigentlich schon längst erledigt ist, weil sonst hätte ich ja nicht das Bauwerkzeug. Egal, irrelevant. Wir zischen jetzt nach Hause. Wir sind ja schon wieder für fast 30 Minuten. Ich werde jetzt noch geschwind die Ressourcen dann umwandeln. Ich brauche Wasser, ich schnall ab. Schon wieder ein Signal, hören wir sich das an. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda. Laserschneider, Batterien, Diamanten, ja, habt's mich gern. No bad without the good. No good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former. That only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. So, jetzt habe ich da schon einiges zusammengebaut. Davon brauche ich gar nichts. Jetzt kann ich einmal anfangen, da Sachen rüber transportieren in meine coole neue Wohnanlage. Ich habe zum Glück noch Wasser, jawohl. Das werden wir gleich aufschlotten. So. Das. Geht sich das alles aus? Das geht sich aus, perfekt. So, dann bringen wir das rüber. Oder runter oder rein, wie man es auch nimmt. Wo ist mein Werkzeug? Das mittlere. Warum so ist eigentlich?
Wir wollen noch einen Spind. Und dann gleich noch einen Spind. So. Da knallen wir jetzt mal rein. Von mir aus Ausrüstungssachen. Standardmaterialien, okay. Da kommen das, jenes, welches, dieses. Sowie die auch. Verbundsmaterialien, Glas. Irgendwie fehlt mir. Habe ich da was reingehört, was da nicht reingehört? Na sicher, mein Reparaturtool. Und wo ist meine Taschenlampe? Oh, ich depp. So. Das Ding ist leer. Da werde ich jetzt noch schnell die Eier und so reinknallen. Dann, ja, werde ich endlich mal abspeichern und euch von dem Ganzen hier befreien. Was mache ich denn da schon wieder? Geh da. Hast du mir eine Nachricht geben? Habe ich schon wieder verpasst. Anscheinend. Ich bin schon wieder so aufgeregt. Ich will schon wieder so viel machen auf einmal. Und hier kommt jetzt... Na, falsche Seite. So, hier kommt Equipment rein. Na, da kann man Feuerlöscher auch gleich reingeben. Und hier kommt Diverses rein. Perfekt, ja. Und ich bin in meinem kleinen Kreuz schon mal sehr glücklich. Ich werde jetzt noch, wie gesagt, mit euch speichern. Und offscreen dann noch ein bisschen Nahrung sammeln und Wasser sammeln. Und ja, werde jetzt auch selbst mal einen Break machen und mir in Real Life was zum Essen machen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann. Ciao.